Herzlich willkommen, Traderinnen und Trader, zur Montagsbesprechung unserer aktuellen Handelssignale. Der Start oder der Schub aus der letzten Woche, der war ja gerade mit Blick auch auf die Indizes grandios. Das war eine Riesenüberraschung, was da die Non-Farm Payrolls an den Tag gebracht hat. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Nach den Arbeitsmarktzahlen, die wir am Mittwoch vorher schon bekommen hatten, die sahen ja deutlich anders aus. Also, das war schön. Das zeigt uns, die US-Wirtschaft läuft gut und davon konnten die Indizes auch ordentlich profitieren. Deswegen schauen wir heute auch in DAX und den Dow und von den Währungen schauen wir aufs Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Aber erst einmal ganz lieben Dank für die guten Morgengrüße an dieser Stelle. Die gebe ich an alle natürlich auch zurück. Wie immer verbunden mit der Einladung, wer mag. Den einen oder anderen Wunschmarkt analysiere ich sehr, sehr gerne in unseren Sendungen morgens. Das heißt, einfach mal in die Chats hineinschreiben auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann kann ich sehr, sehr gerne auch den einen oder anderen Wunschmarkt analysieren. Bevor wir in die Session reingehen, wie immer der richtige Hinweis hier auf die Risiken der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen. Und damit gehen wir schon zu den Tagesnachrichten über, aber nicht um oder nicht bevor wir noch einen Blick auf gestern geworfen haben, weil da haben wir aus China, China ist ja wichtig für die Weltwirtschaft, das haben wir ja inzwischen alle auch verstanden. Und die Handelsbilanz in China, die war doch ein ganzes Stückchen rückläufig. Das war im letzten Monat, also bei der letzten Veröffentlichung, stand in der Handelsbilanz eine Summe von 43,02 Billionen und jetzt sind es 38,73. Das heißt, da schrumpft ein bisschen was. Das hat häufig auch was auch mit der Außenwirtschaft mit zu tun. Das heißt, das muss man auch ein bisschen weiter beobachten, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also da sehen wir halt auch, dass all diese Dinge, die auf unserer Welt passieren, doch auch in China gewisse Spuren hinterlässt. Mal sehen, wie das Thema weitergeht. Wir blicken dann auf den heutigen Tag. Wir sehen es auch hier. Wir haben schon ein paar Daten aus China, aus Japan bekommen. Die waren prinzipiell gar nicht so schlecht. Ne? Wir sehen es, die Leistungsbilanz besser als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt ist auch ein ganzes Stückchen deutlicher angestiegen, als die Prognosen das gegeben haben. Hier sehen wir ja aufs Jahr gesehen, also Quartal mit Quartal verglichen, 0,7% Zuwachs sind erwartet worden, 1,8 waren es dann auf alle Fälle hier im Oktober. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Und wenn wir hier auch mal auf die deutsche Bilanz schauen, also hier auch Thema Außenhandel, eine wichtige Rolle spielt das ganze Jahr. Und da gab es ja in den letzten Monaten immer mal so Herausforderungen, gerade in Richtung Export. Und diese Herausforderungen sind natürlich auch immer noch da. Und da ist sowas natürlich schön zu sehen, dass wir hier einen Zuwachs in der Handelsbilanz haben. Hier 20,6 ist die Zahl, 19 waren erwartet worden. Das hier zum Start in die Woche, denke ich mal, eine gute Nachricht an dieser Stelle. Und wir haben es ja gesehen, auf gute Nachrichten reagieren die Märkte momentan auch gut. Und deswegen schauen wir gleich mal auch in die Charts rein. Wir starten mal zuerst bei den Währungen. Hier das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Weiterhin verortet noch in diesem grün markierten Aufwärtstrend. Hier an dieser Stelle Deckel oben drauf. Aktuell hier am Hoch um die Marke von 1,00148. Das war das Zwischenhoch hier. Wenn wir das mal noch etwas kleiner zoomen, dann sehen wir es halt. Das kam aus dieser starken Abwärtsdynamik hier raus. Und das ist halt ein wichtiger Marker. Ne? Wir sind ja hier inzwischen mit diesem ersten Schub, den wir hier im August, von August bis Oktober gesehen haben, also Ende September, Anfang Oktober, ist ja dieser Abwärtstrend schon rausgenommen worden und jetzt geht halt der Markt wieder in Richtung dieses ersten Schubes. Das ist halt ein doch positives Zeichen. Wo ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist, wenn es nach diesen schönen Anstiegen hier an so einem wichtigen Widerstand doch so massiv nach unten geht. Und da müssen wir auf eine kleine Stelle schauen, die wir trotz der ganzen bullischen Signale nicht, sage ich mal, vernachlässigen sollten als Händler. So von der Lesweise des Marktes ist folgendes. Guckt euch mal an, der Aufwärtstrend, der hier gelaufen ist, der hatte hier unten um die Marke von 0,98683 sein Tief gehabt. Und wenn wir mal schauen, wo die Lows dieser Korrektur hingelaufen sind, die sind halt allesamt auch mal kurz drunter gegangen. Das ist jetzt noch kein Beinbruch. Solange wie wir direkt danach wieder die Aufwärtsrichtung trendig aufnehmen, haben wir gute Chancen, erst einmal wieder hier oben in dieses Widerstandslevel reinzusetzen, uns beziehungsweise auch das Ganze nach oben mit raufzunehmen. Und das ist eine schöne Chance, die wir momentan sehen, denn
diese ganze Formation hier unten, die ganzen Kerzen, die wir hier sehen, die weiße, die schwarze und nochmal die weiße, das ist eine typische Umkehrformation aus ein paar Kerzen heraus. Was ist hier untergeordnet passiert? Untergeordnet hat sich mittlerweile ein valider Aufwärtstrend gebildet. Und das wissen wir ja immer, wenn so ein valider Aufwärtstrend nach oben geht, dann haben wir erstmal Chancen, dass die Kurse weiter steigen. Und das Ganze dann wieder als Wiederaufnahme dieses Trends, den wir hier sehen, an dieser Stelle haben wir wirklich die Chancen, nach oben reinzulaufen. Wichtige Marke habe ich hier schon mal reingelegt. Das sind auf der Oberseite hier die 0,99176, beziehungsweise dann hier oben dieses kleine Tageshoch bei 0,99263. Die Oberseite ist da. Die Unterseite müssen wir hier der Vollständigkeit halber halt natürlich mit besprechen, weil auch da gibt es natürlich Punkte zum Anlauf hin. Sollte es hier tatsächlich keine Stärke geben, das heißt, dass der hier ersichtliche Trend nicht fortgesetzt wird, sondern wir wieder zusammenbrechen, dann wird es halt interessant. Hier unten der Anlaufpunkt, den haben wir dann erstmal liegen hier am Tief bei 0,98552 und darunter haben wir halt dieses wichtige relativ starke Widerstandsband hier unten, als der Aufwärtstrend begonnen hat bei 0,984 und hier haben wir hier das erste Korrekturtief hatten bei 0,985. Diese Marker, die sind auch in relativ greifbarer Nähe. Das sind die Sachen, die wir unten liegen haben und jetzt müssen wir nur noch schauen, was der Markt hier macht und das gucken wir uns wie immer mal in den kleineren Zeiteinheiten auch mit an. Da brauchen wir etwas mehr und hier sehen wir es halt schön, diesen Aufwärtstrend. Das ist diese Umkehrformation, die ich gerade genannt hatte auf Tagesbasis, wo wir diese drei Kerzen gesehen haben. Das ist das, was hier untergeordnet sozusagen in der Stunde passiert ist. Und hier sehen wir es. Hier ist der letzte Schwung im Abwärtstrend gewesen. Der ist hier dynamisch rausgenommen worden und dann ging es nach unten in die korrektive Phase. Und dann hat sich jetzt hier schön dieser Aufwärtstrend gebildet. Also hier der ein oder andere nimmt diese Zacken auch mit rein, aber ich will hier an dieser Stelle nicht kleinlich sein, weil wir haben hier unten einen Bereich um die 0,9865. Der hat gehalten, der hat hier gehalten, der hat dort gehalten. Das ist jetzt, spielt jetzt von der Relevanz her keine großartige Rolle. Hier oben ging es nicht richtig drüber. Deswegen hier, das ist oft so bei diesen Außenstäben, dass der Markt hier ein bisschen hin und her tingelt. Aber im Grunde genommen, im großen Bild kann man einfach sagen, hier ging es nach oben, dort ging es nach unten, da bis hierhin. Und ob wir jetzt das erste schon noch mit reinnehmen wollen oder nicht, rein technisch wäre das absolut okay, das Ganze so zu nehmen. Hier hat sich dann allerdings wieder ein Abwärtstrend gebildet und da kommen, das weiß ich halt, viele Händler auch wieder ins Grübeln. Oh Mann, was ist denn jetzt hier? Jetzt habe ich plötzlich wieder einen Abwärtstrend. Entspannt euch da, nehmt euch zurück. Der Markt trendet nach oben. Es ist nicht so schwer. Wir haben hier steigende Hochs, wir haben hier steigende Tiefs. Das ist einfach. Und wenn wir jetzt den Weg nach oben weiter finden, das heißt, wenn wir jetzt hier von hier oben aus der Korrektur irgendwann hier drüber laufen, über das aktuelle Trendhoch der Stunde, das ist auch das Hoch des Tages, dann geht es weiter nach oben. Dann setzt sich der Aufwärtstrend der Stunde fort. Das bestätigt dann dieses Umkehrmuster, das wir auf Tagesbasis haben. Und dann haben wir wirklich gute Karten, hier oben rauszulaufen. Hier haben wir noch das kleine Zwischenhoch aus diesem Abwärtsschub um die 0,99263 und dann sehen wir es, dann ist hier nach oben einiges an Platz da und der nächste größere Widerstand, das ist halt das, was wir hier auf Tagesbasis sehen. Das haben wir dann schon hier oben in der Nähe des Trendhochs liegen und das spielt dann der Markt und damit ist alles im grünen Bereich für die Longs an dieser Seite. Und bei den Longs, da bleiben wir auch und zwar hier schauen wir zuerst einmal in den US-Markt rein. Ich habe ja letzte Woche Freitag auch schon hier den Dow mit analysiert und da haben wir halt auch gesehen, dass wichtige Marker aus den alten Trendverläufen immer wieder dazu genutzt werden, anzulaufen. Das ist dann die Korrektur sozusagen. Und dann aus der Korrektur heraus wieder nach oben zu traden. Und auch hier im Dow haben wir es gesehen. Schaut, das hier ist der untergeordnete Trendverlauf, den wir hier haben. Das hier hat es den Markt schön nach oben geschoben. Auch das mal grob. Ich markiere es einfach mal. Das hier, was wir hier haben, das ist sozusagen der Schub nach oben hin. Also hier Bewegungen und Korrekturen aneinandergereiht. Damit haben wir einen schönen nach oben laufenden Bewegungstrend. Das ist also das, was wir auf Tagesbasis gesehen haben, was dann auch den Trend in der Woche, den Bewegungsarm gegeben hat. Dann sind wir hier schön nach oben gelaufen, haben hier auch nochmal korrigiert. Deswegen ist die Marke um die 27.700 hier auch reingekommen. Weil hier haben wir es gesehen, hier war zwar nicht das Trendtief unten gewesen, aber hier haben wir gesehen, diese Marke hat hier eine Relevanz gehabt. Da sind wir immer wieder reingekehrt, hier sind wir aufgesetzt an dieser Stelle. Jetzt hatten wir es gebrochen, das Ganze hier an dieser Stelle. Deswegen hat diese Marke eine gewisse Relevanz. Trendtief leicht ist hier gewesen, obwohl das nicht wirklich viel Korrektur war. Dann haben wir es nach oben weggesetzt. Und der wichtigste Punkt, dass wir hier sehen konnten, es kommt eine Korrektur
Das war halt hier, als wir hier unten drunter durchgelaufen sind, unter dieses Korrekturtief drunter. Das hat die Bewegung halt erstmal so ein Stück weit rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz hier, wir haben es gesehen, der Spike hat runtergeführt bis hier in dieses Fortsetzungslevel dieses größeren Trends hier, den wir drüber liegen haben. Die 27.322 Punkte Marke war hier das Low und dann hat der Markt angefangen nach oben zu trenden. Und vor den Zahlenfreitag hat der Markt sich ein bisschen in Deckung gehalten aus den USA und danach kannte das Ganze kein Halten mehr. Das heißt, jetzt nach oben hin ist der Weg wieder freigegeben. Erst einmal hier auf alle Fälle in Richtung Allzeithoch bei 38.201 Zählern. Das war dieser kleine Spike hier oben. Der Weg ist jetzt erstmal mit angegangen. Und wenn wir uns das Ganze mal eben kurz auch anschauen, wie es in der Stunde aussieht, hier an dieser Stelle, da sehen wir es halt, ne? Das war so das Verharren ein bisschen vor den Zahlen und dann zack, ging der Markt einfach stark nach oben. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass wir hier oben drüber laufen. Das heißt, dass wir hier das Hoch oben wegnehmen und diesen schönen nach oben laufenden Markt rausnehmen und dann hier weiter schön nach oben mit Trenden. Wir sehen es ja auch nach unten, ist eine Menge Luft. Also selbst wenn der Markt hier abprallen sollte, ist für die kurzfristigen Händler auch einiges gegeben zur Unterseite hin. Hier unten diese Marke hier. Gehen wir mal kurz hier drauf. Also dieser Bereich hier um die 27.700, 27.750, der bietet natürlich einiges an Schwungbereich. Wir sehen, was hier drinnen los ist. Das wäre mal ein Marker. Aber momentan, wie schon gesagt, wir sehen den Markt eher zur Oberseite. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind für die Oberseite eher bereitet. Aber wir wissen ja, es kann auch immer mal runtergehen. Und das ist das, was die kurzfristigen Trader brauchen. Und da haben wir hier aktuell das Tageshoch halt liegen. Und wenn wir davon abprallen, ist das dann ein Zeichen. Gehen wir oben drüber ebenfalls, weil dann haben wir relativ schnell hier oben das Allzeithoch auch mit im Blick. Das ist das, was uns der Dow sagt. Und dann schauen wir jetzt an dieser Stelle eben noch in den deutschen Aktienindex hier, den DAX-Kürzel DE30. Und da sehen wir natürlich auch, was der Markt am Freitag gemacht hat. Hier eine schöne weiße Kerze an dieser Stelle, also auch hier der DAX beflügelt von den guten Zahlen aus den USA nach oben hin. Und momentan, wir sehen es, wir verharren auf sehr, sehr hohem Niveau. Das heißt, wir haben schon Chancen, auch hier weiter nach oben zu laufen. Charttechnisch gesehen hat die Marke von 13.000 Punkten auch wieder eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben es gesehen hier drüben auch in diesem Bereich. Wir sind nicht so richtig von dieser Marke nach unten weggekommen. Wir haben zwar hier und hier zweimal probiert unten drunter, aber es haben sich sofort wieder Käufer gefunden, die den Markt ein Stück weit nach oben getragen haben. Und das ist das Bild, was sich jetzt auch in den letzten Tagen fortgesetzt hat. Wir haben eher die Käuferseite wieder aktiv. Und was beim DAX jetzt auch sehr, sehr spannend wird, ist, die kleinen müssen natürlich oder die kleinen Zeiteinheiten generell, wer sich das anschaut, wir müssen über dieses Hoch hier drüber vom Donnerstag letzter Woche, das war das Hoch bei 13.191 Zählern, also die Marke von 13.200 Zählern spielt hier weiter eine wichtige Rolle. Da müssen wir drüber und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir gute Chancen, wirklich nach oben weiter hinzulaufen und hier erst einmal Richtung dieses Widerstands bei 13.300 Zählern drüber zu laufen und dann hier möglicherweise mal wegzugehen von diesen leichten Spikes oben drüber, sondern richtig nach oben auch mit durchzuatmen. Also der Widerstand hier oben bei 13.300 Zählern, der spielt eine wichtige Rolle aus charttechnischen Gründen. Und wenn wir hier direkt hochlaufen, wäre das natürlich positiv. Auch das schauen wir uns jetzt nochmal eben im kleinen Bild auch an, weil da sehen wir es hier schön. Der Markt schwingt auch im kurzfristigen schön mit nach oben. Und wenn wir hier das Bild mal klein zusammen machen, wir sehen es halt. Wir haben hier auf Stundenbasis einen schönen Aufwärtstrend und aktuell noch die Tatsache, dass der Markt sich nicht hier oben so richtig lösen will. Ja, das ist das, was wir im Tag gerade gesehen haben. Ich blicke, gehe nochmal ganz kurz auf den Tag zurück. Hier oben, diese Kerze hier, diese Kerze vom Mittwoch letzter Woche, nein, vom Donnerstag letzte Woche. Über dieses Hoch müssen wir drüber. Und das ist das, was wir in der Stunde sehen. Das ist der Deckel, der hier oben momentan drauf ist, dieser leichte Bereich hier. Der muss rausgenommen werden. Und wenn der Markt das schafft, dann setzt er sich fort. Und dieses Fortsetzen wäre dann genau das Zeichen, was wir brauchen, dass wir hier sozusagen aus diesem Trend nach oben weiter schön schieben. Und dann haben wir gute Karten, nach oben wegzulaufen. Und diejenigen, die hier öfter mal zuschauen, die wissen auch genau, dass ich solche Situationen wie hier auch sehr, sehr mag, weil hier sehen wir, der Markt springt nicht gleich nach so einer dynamischen Marke oder nach so einer dynamischen Nachricht einfach oben drüber und läuft und läuft und läuft und läuft, macht also so eine richtig schöne Fahnenstange, sondern was er hier macht, ist, er verharrt
relativ flach unten drunter. Das heißt, daran kann ich lesen, es gibt momentan zumindest relativ wenig Abgabedruck. Und diese Bilder, wo wenig Abgabedruck ist, das ist so ein Verharren. Und dann passiert sehr, sehr häufig, dass diese Formationen nach oben mit aufgelöst werden. Und hier haben wir auch wieder so ein ähnliches Bild wie bei einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Schaut, wir haben hier so eine runde Geschichte, die noch im Sinne eines solchen Aufwärtstrends war. Dann haben wir hier den Kopf in dieser Richtung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine sehr, sehr hübsche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist, aber von der Art und Weise. Einfach mal so von der Pragmatik her gesehen, was ist denn eine SKS? Wir haben einfach hier im inversen Bereich einen runden Teil, was die erste Schulter ist. Dann haben wir den tiefer liegenden Kopf in irgendeiner Art und Weise ausgeformt. Und dann haben wir noch die zweite Schulter. Und dann haben wir die Nackenlinie. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, dann kann man sagen, ein Verhalten wie in einer schönen, sauberen SKS sehen wir hier halt auch. Ja? Rechte Seite, nein, linke Seite, Kopf und rechte Seite. Und das ist das Verharren hier drunter. Und da ist es jetzt wirklich wichtig. Ich sehe das sehr, sehr häufig. Wenn es dann bullisch aufgelöst wird, dann haben wir halt gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Und dann haben wir halt relativ flott hier die 13.300-Punkte-Marke im Blick. Und wenn das dann irgendwann rausgenommen worden ist, jetzt zoome ich das Bild mal noch ein bisschen kleiner, dann haben wir noch den Weg frei hier oben Richtung Allzeithoch im DAX. Und da haben wir die Marke von 13.600 Zählern auch auf der Uhr. Also wir werden diese Woche eine sehr, sehr spannende Woche sehen. Nicht nur aufgrund der charttechnisch, sondern auch der Nachrichten. Wir haben am Mittwoch die FED, die Nachrichten bringt, und am Donnerstag unter anderem auch die EZB. Und das ist immer sehr, sehr spannend, was wir hier sehen. Und wenn die Notenbanken ja auch einen guten Job machen, dann wissen wir ja, dann sind die Aktienmärkte auch immer relativ freundlich gestimmt. Bis Mittwoch könnte es möglicherweise ein bisschen sanfte zur Sache gehen hier an dieser Stelle, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Der Montag sieht auf alle Fälle schon mal gut aus, wie wir aus der alten Woche rausgekommen sind. Die neue Woche verkauft nicht gleich ab, sondern gibt uns schon die Chancen, auch zur Oberseite zu laufen. Und da gucken wir einfach, was wir mitnehmen. Wir haben auf alle Fälle die Chancen wieder da. Die Bullen bei den Indizes haben sich zurückgemeldet. Und dann schauen wir, was hier wird. Auch mit Blick auf den DAX bin ich da aus aktueller Sicht zumindest relativ optimistisch auf ein paar Kurssteigerungen hier noch vor Weihnachten. So, jetzt schaue ich mal kurz rein in die Chats, ob wir noch Fragen haben. Fragen sehe ich da momentan keine. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach noch mal ganz kurz auf das Thema WTI und noch mal kurz auf das Thema Gold. Die hatten wir ja letzte Woche schon, aber die Charts möchte ich an dieser Stelle einfach nach dem Freitag noch mal kurz mit anleuchten. Und wir haben es ja auch gesehen, beispielsweise das WTI. Da ist ja, das habe ich ja schon häufiger gesagt hier, die Marke von $58 ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich. Wir hatten die Chartanalyse ja hier auch gehabt und da ist der Markt mittlerweile drüber gelaufen. Also die Dinge, die wir letzte Woche gesehen haben, der Ölmarktbericht aus den USA und auch die Sachen, die die OPEC gesagt hat, mit dem Thema auch zum Thema Förderkürzungen, die wirken momentan positiv für den Ölpreis, um das mal so zu sehen. Ne? Wir sind ja aus einer tiefen Korrektur, das hatten wir hier besprochen, schön nach oben raufgelaufen, haben hier diese Marke von $58 mittlerweile auch überschritten nach oben hin und schaut, wo sind wir zum Stehen gekommen, wieder in so einem Widerstandsbereich. Das ist für den einen oder anderen kurzfristigen Trader momentan vielleicht interessant, hier die korrektive Bewegung etwas zu traden, weil, und da komme ich auch wiederum darauf zurück, häufig bleibt es ein Trend so, wenn jetzt keine exorbitant marktentscheidenden Nachrichten kommen, dass der Markt in seinem normalen Trendverhalten bleibt. Und wenn wir mal schauen, wie sich dieser Trend hier immer an den Hochs verhalten hat, es gab immer einen kleinen Schub oben drüber und dann ging es erstmal in die Korrektur. Sollte der Markt das hier auch wieder spielen, hier guckt aufs Öl, wenn sich die Umkehrformation hier, die wir leicht in Anklang schon haben, fortsetzt, das heißt hier auch auf Stundenbasis, dass wir sehen, hier schwingt sich der Markt so leicht nach unten. Ne? Wir sind ja hier gerade in so einer Seitwärtsphase. Wenn sich das ganze Thema nach unten auflöst, hier so eine Abpreisstrategie in den kleinen Zeiteinheiten zu traden, das macht sich ja immer relativ gut. Hier in den 15 Minuten sieht man es halt noch ein bisschen näher gezoomt. Wir sehen es, wenn wir hier unten drunter laufen, hier die Marke, die hier unten drunter liegt, dann haben wir hier im Kleinen einen Abwärtstrend, das wäre dann ein Abprall sozusagen von dem alten Hoch und das könnte dann kurzfristig mal die Korrektur auch einleiten, wo wir dann einfach schauen müssen, wo können wir denn hingehen und ein Marker, der hier interessant ist, wäre mal das Thema hier unten, also dieses kleine Low, was wir da hatten, um die Marke von 75, 65, das wäre mal ein Indiz dazu und das ist übrigens auch etwas, das sehen wir im Ölmarkt doch öfter mal und zwar die Tatsache,
dass der Markt den alten Trend rausnimmt. Hier an dieser Stelle, wenn wir uns hier die Stunde mal anschauen, dann hatten wir sozusagen hier in diesem Bereich das Korrekturtief gehabt hier unten. Hier sind wir drunter gelaufen, um dann nochmal nach oben zu spiken. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier wieder steigende Hochs und fallende Tiefs in einem Markt. Und das passiert im Ölmarkt öfter mal, jetzt nicht immer jede Woche, aber haben wir schon oft genug gesehen. Und was ist dann passiert? Dann geht es doch nochmal in Richtung hier unten zu dem alten Tief hin und macht möglicherweise nochmal ein etwas tieferes Tief. Und das kann man sich doch hier oben in den kleineren Zeiteinheiten rausschmeißen. Das ist eine schöne Sache für die kurzfristigen Trader, die diesen Markt auch traden möchten und die Zeit haben, um auch zu den richtigen Momenten am Markt zu sitzen. Und gleiches schauen wir uns mal eben noch im Goldpreis an hier. Gold auch erst einmal im Tageschart zu sehen. Und hier sehen wir es ja, den Goldpreis hatten wir letzte Woche besprochen. Die Marke von 1484 Zählern, der Widerstand, der hier oben drinnen liegt, so ganz grob oben drüber, bitte nicht auf den Dollar festlegen, hat dafür gesorgt, dass der Markt immer wieder Abgabedruck gegeben hat. Und dann haben wir es gesehen, am Freitag, da gab es wieder 1:1 die Korrelation zum Aktienmarkt. Das heißt, die Aktienmärkte, die sind gestiegen, der Goldpreis ist gefallen. Wir haben das am Freitag auch im Silber miteinander besprochen. Hier ging es dann deutlich nach unten und jetzt stellt sich halt die Frage, wie es weitergehen kann. Ne? Wir haben ja jetzt rein aus technischer Sicht erst einmal zumindest einen Aufwärtstrend gehabt, aber der ist natürlich jetzt nicht so federführend, dass wir sagen, dieser große übergeordnete Weg ist jetzt komplett rausgenommen. Jetzt wird es halt wichtig, was hier unten passiert und kommen wir tatsächlich nach dem starken Schub nach unten weiter unter Druck, also unter das Tagestief vom Freitag, setzt sich die Dynamik fort und wir haben, das vielleicht für die kurzfristigen Trader interessant, als Anlaufpunkt hier unten wieder die 1450 bzw. das Trendtief hier, was wir von dem Roten gehabt haben bei 1445 Zählern, das mal die kurzfristigen Anlaufmarker, bricht das weg. Das wäre dann möglicherweise ein Szenario, wenn die Aktienmärkte nachhaltig auch ansteigen, dann haben wir hier wirklich auch auf der Uhr, was passiert, wenn wir unter dieses Low hier laufen, also das heißt, wenn sich dieser Abwärtstrend wieder fortsetzt, dann ist der Weg nämlich unten gegeben zur 1400 $ Marke und das ist eine schöne Sache, die kann man sich jetzt hier möglicherweise in Ruhe betrachten, die Setups schon mal bereitstellen, wir haben ja das Umkehrmuster, haben wir ja letzte Woche schon bekommen, das wurde dann hier am Freitag bestätigt und wenn der Fortgang des Ganzen kommt, von welcher Stelle jetzt auch immer, wäre das ja interessant, das zu sehen. Und das kann man auch schön hier in der Stunde sehen. Schaut, wir haben den Aufwärtstrend hier, den haben wir oben rausgenommen. Jetzt haben wir hier einen nach unten trendenden Markt. Und hier haben wir jetzt eine Korrektur. Die kann sich ohne weiteres ja auch noch ein Stück weit nach oben aufbauen. Und hier haben wir es auch mal, dieser Bruchbereich um die Marke von 1471 Zählern. Möglicherweise ein interessanter Anlaufbereich. Und wenn wir dann wieder rumdrehen, das heißt, wenn wir hier im abwärtsgerichteten Stundentrend die Umkehr der Nachfrage sehen, das wäre dann eine gute Chance, den Stundentrend nach unten fortzubegleiten. Und dann sehen wir es halt hier in diesem Bereich, dem Low-Bereich, um die 1450-Punkte-Marke. Da ist jetzt der Unterstützungsbereich, da haben wir hier ein paar Marker liegen, das wäre dann durchaus für das kurzfristige Trading ein interessanter Anlaufpunkt und wie schon gesagt, laufen wir tatsächlich unter die alten Tiefs hier aus dem Oktober zurück, nein, das war sogar schon November hier unten, dann haben wir die Chancen in Richtung 1400 $ zu laufen, das Ganze hier an dieser Stelle, super. Gut, jetzt bekomme ich hier gerade noch die Informationen. WTI haben wir gerade besprochen. Silber, nee, das ist Gold, was wir gerade haben. DAX und S&P 500, die haben wir gerade besprochen. Alexandra, das waren die Meldungen heute. Bitte einfach nochmal im Video dann zurückspulen. Ich stelle es gleich auf Facebook, beziehungsweise Facebook haben wir es ja schon, aber auch in den YouTube-Kanal von Tickmill ein. Das habe ich dort alles schon besprochen. Das heißt, an diesen Stellen nochmal die Charts angucken oder habe ich da was falsch gelesen? Ach so, Value at Risk. Also möglich ist das Ganze ohne weiteres, das auf diese Art und Weise zu handeln. Die Frage ist hier, ist es möglich, Value at Risk auf den Assets zu haben? Ja, natürlich ist das möglich an dieser Stelle. Es ist halt von der Sache her immer nur die Frage, wie geht der Händler sozusagen mit diesen Dingen um und wie nutzt er diese Stellgrößen? Und das sind halt Punkte, das kommt dann immer auf die entsprechenden Handelsstrategien drauf an, wie man damit umgehen möchte, wie man sich aufstellt, um davon dann entsprechend hier zu profitieren. Das also dazu noch gegeben. Dann sage ich an dieser Stelle, ja, jetzt haben wir es 7:05, gleich geht der Handel los. Danke für die Zeit heute Morgen wieder an dieser Stelle. Morgen früh wieder um
8.30 Uhr natürlich der Blick in die Live-Märkte rein. Ich mache jetzt an dieser Stelle schon mal noch eine kleine Ankündigung für diese Woche. Ich bin am Mittwoch unterwegs, das heißt, am Mittwoch wird es definitiv keinen Stream auf GoToWebinar geben. Wann ich da den Stream auf Facebook mache, kann ich noch nicht genau sagen. Ich versuche mal, mich zwischendrin einfach zu melden. Die entsprechenden Handelsideen stelle ich natürlich auch noch schriftlich vorher ein. Das geht alles noch vorher raus, dass das für den Mittwoch auch da ist, und ich versuche mich dann einfach von unterwegs mal zu melden. Vielleicht habe ich eine Chance, irgendwo mich, ja, sage ich mal, in ein Netz einzuklinken, wo ich auch ein paar Sachen am Morgen noch mitbringen kann. Das müssen wir so ein bisschen spontan sehen, weil ich nicht genau weiß, wie genau die Reise verläuft. Aber das schon mal als kleine Ankündigung für den Mittwoch dieser Woche. Also dann allen gute, ja, sage ich mal, gute Trades für den heutigen Tage, und bis morgen. Tschüss.